Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge Kettle und Kopf. Ich beginne jetzt mal mit den Profil erstellen. Und zwar gehen wir auf Karriere. Ne? Und zwar im Grunde das Tal hier, ne? Neu. Katalan. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ich habe immer kein Tutorial gespielt. Wenn nicht klappt, muss ich da territorial mal probieren. Also, schauen wir mal. Ne? Für mich ist das Spiel ziemlich neu. Ich habe es zwar nur wieder mal angespielt. Kam im Großen nicht mehr klar. Warum immer. Jetzt mal schauen. Die Maus geht schon mal. Ja, schauen wir mal. Ne? Neues Spiel, neues Glück. Also, neu ist es ja gar nicht. Aber wie gesagt, jetzt ist die Release-Version da. Sollte so einiges fort. Also fertig sein. So, lerne alle Einzelheiten deines Hofs kennen. Die Mission wird dir im Zuge der Führung des Gebäudes deines Hofs erklären. Ach so, das machen wir mal. Mission. Moin und willkommen auf deinem Hof in Algertal. Um dich auf deinem Hof zurechtzufinden, solltest du wissen, was wo zu finden ist. Wir werden uns verschiedene Lagermechanismen des Hofs sowie den Stall mit Weide und dem Wohnhaus genauer ansehen. Aha. Eine wichtige Info, bevor wir die Führung beginnen. Du kennst diese Fenster entweder mit der Maus oder mit dem Mauszeiger. Streng L aktivierst. Ah, okay. Ja, genau. Weiter. Ja, streng L. Steht da, ne? So, das ist, glaube ich, egal. Links oder rechts? So, Mauszeige. Oh. Das ist also der Hof. Bruder, sehe ich, gehe zu viel weiter. Aha. Also, ich sehe schon mal hier eine Katze. So, siehst du mich nicht? Okay. Hier haben wir mal einen Kercher. Ah, den bieten wir doch mir auch. Einen Hahn haben wir auch schon. Hund. Ist aber ein junger Hund, ne? Oder täuscht. Aber wir gehen mal zur Viehweide. Ja, so optisch sieht schon mal ganz nett aus. So, wir können hier. Das ist hier deine Weide. Bitte viel Platz für deine Bullen. Genug Gras zum Fressen hast du auch vorhanden. Hol dir deine Tiere ruhig mal aus dem Stall und weide das auf der Weide, wenn das Wetter passt. Lass uns das nächste Mal den Stall anschauen. Ah, okay. Mauszeiger aktivieren. Streng L. Geht nicht. Okay. Bestätige mit weiter. Streng. Ja, weiter. Ende geht nicht. Das ist schlecht. Ach so, RC. Geh mal in den Stall, ne? Das ist der Bullenstall. Hier kannst du deine Bullen unterstellen. Wenn sie täglich mit Futterration, also um sie täglich zu versorgen, ist okay. Direkt rechts am Eingang findest du eine Transportbox. Die Box wird genutzt, um Tiere auf Anhänger und Auflauf zu laden. Von dort aus kannst du sie dann auf deinen neuen Stall verteilen. Jeder Stall kann bis zu 5 Bullen beherbergen. Von jedem Stall fütterst du dem die Futter. Für jeden Stall findest du zudem die Futterrinne, die du mit dem Mischfutterwagen befüllen kannst. Als nächstes geht's hinterm Stall. Aha.
Die Bullen sind die Tiere, die keine Milch geben, ne? Okay. Geht das zwar mit Enter, nicht aber mit EC. Rechten Tür. Wo ist die rechte Tür? Das muss hier sein. Die Krankenbox. Aha. Leiter. Guter Boden für Heu. Ah, die Tür ist freundlich, geht auf. Rechts von dir steht die Flüssigdüngertank deines Hofs. Hier kannst du Flüssigkeiten oder Wasser einlagern und entnehmen. Links von dir geht zur Güllepumpe des Stalls. Ah, hier kannst du Wasser. Und da geht zur Güllepumpe. Wie nett. Geh jetzt zur Güllepumpe, ja genau. Unter dem Stall befindet sich der Güllebunker. Die gesamte Gülle wird von seinen Rindern im Stall erzeugt, landet im Güllebunker und kann hier über die Güllepumpe über den Gülleplatz entnommen werden. Die Gülle kannst du dann nutzen, um deine Felder zu düngen. Alles passt. Unter dem Stall ist ungünstig, ne? Wie in der Gase. Besser wäre der Güllebunker wäre außerhalb. Ach, hier ist der Misthaufen. Oder Stroh. Na, hier ist der Hahn drauf. Dann bleibt das Wetter so, wie es ist. Wir haben übrigens den 1.4. Ne? Wer jetzt hier LS gewohnt ist, das ist hier anders mit dem Wetter, glaube ich, mit den ganzen. Ich habe 500.000, so viel Geld. Und jetzt wieder zur Ruhe, da geht nicht mehr arbeiten. So, geh jetzt zum Sargpopuletten. Hier sind keine. Das hier sind deine Saatgutpaletten. Hier kannst du überflüssige Saatgut lagern, falls du mal zu viel gekauft hast. Später kannst du dann wieder mit den Sämaschinen dort entnehmen, um weitere Felder mit dem Saatgut zu bestellen. Lass uns schauen, nun schauen, ob was es auf der anderen Seite des Hofs gibt. Was gibt's da Schönes? Die Silos, Mensch, das kennen ja die Silos. Sind aber klein geraten, ne? Gut, wir haben auch nicht viele Bullen. Hier siehst du zwei Phasen deines Hofs. Hier kannst du beispielsweise Excel Mais einlagern und silieren, um im Winter genug Futter zu haben. Aktuellen Status des Silos kannst du über die beiden Steuerungseinheiten an den Silos bewachen. Aha, da sicherlich. Hat nichts drin, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich gleich mit Bullen anfangen werde. Ich weiß nicht genau. Man muss ja auch die Geräte Maschinen für haben, ne? So, hier ist Getreidelager. Aha. Ah, geht's da auch hoch? Tatsächlich. Na, viel haben wir ja nicht, ne? Aber immerhin. Da, Ratten haben wir auf jeden Fall auch. Gibt's gar nicht. Wo ist die Katze? Wo ist die Maus? Fang die Maus. Kann auch eine Maus sein, ne? Was wir alles haben. Das ist nicht gut. Die fressen mir alles auf. Gut. Hier oben haben wir Lager. So, hier ist dein Getreidelager. Im Boden befindet das Zwischenlager. Du kannst dein Getreide mit Anhänger abkippen kannst. Es kann doch ein Gebläses in das Lager montiert. Über den Gitter gibt es dazu ein Beladerohr, dass du so Anhänger wieder Getreide und Lager befüllen kannst. Lass uns mal schauen, wie es beim Lager oben aussieht. Treppe gehst du ein. Ach so. So, wie du sehen kannst, 10 Einzellager zur Verfügung. In das Lager passen etwa 45.000 Liter. Das macht insgesamt 450.000 Liter Lagerkapazität aus. Ja, außer vergessen.
Das Lager ist vor allem nützlich, wenn du die Preise gerade mal schlecht sind. Dann kannst du das Getreide zwischenlagern, bis einen besseren Preis bekommst. Achso. Lass uns als nächstes mal sehen, wie deine Maschinen am besten versorgen kannst. Aha. Gehe zur Tankstelle. Also hier. Keine großen Maschinen, glaube ich. Die Karte ist da, also. Ach, hier ist die Tankstelle. Das hier ist die Hoftankstelle. Hier kannst du deinen Fuhrpark immer betanken. Sollte dir mal da spät des Hofes ausgehen, kannst du dort auch mal bei der Tankstelle tanken. Achso, okay. Ah, hier, wie gesagt, waschen. Direkt über der Tankstelle siehst du, steht der Hochdruckreiniger. Den kannst du benutzen, um deine Fahrzeuge noch am Tag im Dreck, einen Tag im Dreck wieder sauber zu machen. Um deine Maschinen nach den gründlichen Wäsche unterzustellen, stellen die einige Unterstände und Hallen am Hof zur Verfügung. Aha, okay. Geh zur Maschinenhalle. Da geht schon einiges rein, ne? In dieser Halle hast du reichlich Platz, um deinen Großteil deiner Maschinen unterzubringen. Fahrzeuge, die du oft schnell einsatzbereit haben möchtest, kannst du natürlich auch unter den Unterständen im Hof abstellen. Sollte der Tatz hier mal nicht ausreichen, kannst du auch nötige Fahrzeuge deiner Luft. Also sollte dir der Platz hier nicht ausreichen, kannst du auch noch einige Fahrzeuge in der Werkstatt deines Hofsgebäudes abstellen. Aha. Na? Hier ist die Werkstatt sicherlich. Ich meine, gut, Platz haben wir etliches. Ne? Tor ist ein bisschen klein. Ah, hier ist die Werkstatt. In der Werkstatt kannst du auch noch Maschinen abstellen. Die Tür auf der rechten Seite der Werkstatt kommst du in die Garage, in denen du noch ein kleines Fahrzeug abstellen kannst. Zuletzt geht es nochmal zurück ins Haus. Aha. Gehe in dein Haus. Mein Haus, wo war das noch gleich? Ach, hier. Fachwerkhaus. So, bei mir ist zu Hause, ne? Feierabend. Gehe an deinen PC, na, das ist das richtige Wort hier. Ach, okay, das ist ein kleiner PC. Geht ein bisschen mehr, ne? Noch drei Bildschirme mehr dazu, passt schon. Aber wir sollen. Ach, je, meh. Muss mein Lenkrad geblieben, versteckt. Achso. Am Schreibtisch findest du deinen Computer. Mit diesem hast du den Düngerrechner installiert. Mit der Hilfe, den du die optimale Ausfallmenge deiner Felder berechnen kannst. Wie das genau funktioniert, lernst du in der Tutorials. Nach einem harten Arbeitstag kannst du dich ein Haus auch schlafen legen. Achso. Wo kann ich mich schlafen legen? Das kann ich am besten. Ach, ich habe kein Bett gemacht. Also hier kann man sich schlafen legen. 10 Stunden, ne? Oh, 23, das ist gut. Oder Tage. Ja, das wäre schlecht. Aber wäre eine Option, ne? Die Tür auf? Nö. Na gut. Schrank haben wir auch. Fenster hier, schöne Gardinen. Bisschen Heizung, das passt. Heizung, noch eine Heizung. Dieser PC. Wo ist die Küche? Und eine große Tür. Wo geht's da rein? Geht nie auf. Da auch nicht. Wo ist der erste Raum? So, da auch? Nee. Das ist aber nicht richtig hier.
Dann kann man ja leicht auf die Schnauze fallen, wenn man die Tür aufmacht. Na gut, okay. So, ja, gehen wir raus, ne? Schlafe. Ja gut, schlafe mal eine Stunde. Das ist alles Wichtige, was du deinen Hof wissen musst. Schau dir am besten noch ein wenig um, um dich vertraut zu machen. Wenn du noch Fragen zu Spielmechaniken hast, schau dir am besten Tutorials Landwirt werden Menü an. Gut. Fortsetzen. Gehen wir am besten raus. So. Das wieder weg. Streng L. Geht nicht. Zeit. 16. Oh, so wie schon mal. Das soll es auch schon vor dir gewesen sein für die erste Folge. Kurz mal den Hof gezeigt und ein bisschen mal. Ja. Bisschen gezeigt und vor allem ein bisschen was vorgelesen. Jetzt muss ich mal raus, wenn ich wieder rauskomme. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Ich denke mal, jeden Tag eine Folge wird wohl genügen. Die heutige Folge mache ich gleich fertig und ab morgen schätze ich mal, naja, um 10 Uhr so, ne? Um 10 Uhr oder 16 Uhr, mal sehen, wann am besten passt. Muss ich mal testen, wie das die Nachfrage ist. Dann sage ich mal, ja, tschüss, ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, vielleicht lasst ihr einen kleinen Feedback da. Kommentare sind zum Schreiben da. Ansonsten schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.